Herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Und, ups. Diesmal spielen wir wieder unseren Frontkämpfer, oder es geht weiter mal wieder. Und ich habe jetzt schon ein bisschen zu früh gestartet, wie ich gerade merke. Kann ich mal kurz gucken, ob ich aufnehme. Ja, das tue ich. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir eigentlich stehen geblieben waren, beziehungsweise was unsere nächste Aufgabe ist. So, da sind wir auch schon. Ach, besiege den und den und besiege das und das. Machen wir das doch nochmal. Greife den Feind an! Hätten wir das auch von der Liste gestrichen? Zumindest diesen einen Typen. Wo ist denn unsere Hauptmission eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Aha, da unten. Achso. Feindliche Lebenszeichen erloschen. Ja, ich auch. Oh, die ist schon Level 27. So, da würde ich vorschlagen. Fahren wir hier einmal außen rum und was ist das da? Das ist nur eine. Ah, okay. Wie habe ich da ein bisschen was falsch verpeilt? Aber egal. Glaube ich jedenfalls. Sieht fast seltsam aus. Stillhalten! Ah ja. Können wir hier noch ein paar Nebenmissionen machen? Hauptmission ist es ja gar nicht. So, wen müssen wir hier drüben besiegen? Wahrscheinlich Kante, oder? Nee, Ölkanne. So, dann müssen wir mal gerade weiter runter die Straße entlang. Aber wir können mal gerade mal hier nach da hochfahren. Mal schauen, was wir da nochmal machen müssen. Ich weiß es alles gar nicht mehr. Ja, da müssen wir rein. Stillhalten. Ja, das sehe ich. Ich werde jetzt gerade ein paar mehrere Folgen am Stück aufnehmen. Also, ja, das war jetzt voll die sinnvolle Information. Was müssen wir denn hier eigentlich machen? Ah, Labor zerstören. Und das befindet sich da. Ein Labor zerstören. Das haben wir gerade. Ups, nein, das wollte ich gar nicht. Und oben ist noch irgendwas. Ah ja, genau.
Bin einsatzbereit. Ich helfe. So, da hätten wir den Teil von der Quest auch gleich mit abgeschlossen. Muss ich jetzt gerade mal schauen, wo wir das dann abliefern müssen. Ach, hier direkt gleich. Ne, das ist gar nicht. Wo direkt? Genau da. Boah, da hätten wir den Teil eigentlich auch schon wieder ganz gut geklärt. Ich glaube, ich habe irgendwo trotzdem noch irgendwo ein Labor übersehen. Da müssen wir mal schauen nachher. Wo wir dieses Labor denn finden. Ach, hallo, die Schnauze. Fangen wir an. Durchhalten. Ja. So, jetzt müssen wir mal hier runter. Da drüben ist unsere Mission. Mann! Greife den Feind an! Kann man nicht hier mal vernünftig seine Mission machen? wo müssen wir das denn machen? Ah, hier, besiege Kante. Ja, da habe ich jetzt keine Lust zu warten, oder? Fürs Let's Play ist es ein bisschen dämlich. Wäre ich jetzt hier normal, ohne aufzunehmen, würde ich warten, aber... Ist ja halt... Dumm, dass er jetzt gerade nicht da ist. Dann gehe ich mal weiter und schaue einfach später nochmal bei dem vorbei. Hier drüben ist es ja schon das Ende. Okay, dann ich wollte gerade sagen, springe ich hier runter, aber das ist das Thema. Ich bin einsatzbereit. Stillhalten. Feindkontakt. Laufe ich gerade mal hier wieder runter und gehe mal dahin. Muss mal schauen, ob die Karte so lange. Ich müsste jetzt eigentlich hier wieder zurückgehen. Ah, dass er genau da hinten ist, das ist ja dämlich. Ich weiß gar nicht, weil ich mache auch einen kurzen Cut und warte dann auch so lange. Einfach damit es für euch nicht zu langweilig wird. Mache ich das so und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin. Tschüss. So, jetzt ist er respawned. Lebenszeichen erloschen. Wow, das war jetzt voll anstrengend. Ah gut, habe ich es mit aufgenommen. Ich habe jetzt gerade in der Hektik gerade auf irgendeine Taste einfach gedrückt. So, dann hätten wir den jetzt auch gerade. Ich habe jetzt gar nicht so lange gewartet. Dann fahre ich jetzt zurück. Und dann, ja. Müssen jetzt, glaube ich, hier wieder um die Ecke fahren, aber was müssen wir jetzt als nächstes? Wir machen jetzt, glaube ich, als nächstes die Hauptmission.
Signalverfolger. Das wäre jetzt eigentlich logisch. Ah, auch ein Frontkämpfer. Ah, ich gehe darüber. Ich bin einsatzbereit. Ich helfe. Achtung! So, jetzt einmal darüber. Ja, jetzt müssen wir wieder warten. Okay, dann hätten wir das auch. Dann kann ich jetzt hier diesen Signalverfolger noch platzieren und dann kann ich jetzt da mal das tun, was ich am besten kann. Nämlich erstmal schön Radau machen. Also mal rein in die gute Stube. Mal sehen, wer sich hier so alles rumtreibt. Ah, da haben wir doch schon die ersten paar Kollegen. Oh, Chaos am Richten. Ganz smooth. So, da hinten der Tank mit flüchtigem Gas. Da, der ist auch schon weg. Okay. Ja, funktioniert auch so. Muss kurz schauen, ist hier drüben noch irgendjemand? Ist hier noch was? Nein. Funktioniert ja super hier. Ja. Ich helfe. Kehre zu Jonas Balka zurück. Okay, das können wir tun. Alles kein Problem. Solange man nicht ewig laufen muss. Beziehungsweise wir haben ja mittlerweile einen Speeder, das ist ja ganz egal. So, hätten wir da drin mal ein bisschen aufgeräumt. Wohin müssen wir jetzt? Da drüben, Mission abgeschlossen, Mission abgeschlossen, Mission abgeschlossen, Mission abgeschlossen. Okay, das wird in der nächsten Folge ein reines Missionen abgeben. Ich will jetzt auch trotzdem mal gucken, wo ist dieses letzte Labor.
Ich vermute mal, dass es hier unten ist, aber es könnte auch da oben sein. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, ich werde jetzt aber auch in Zukunft jetzt nicht mehr alle Missionen annehmen. Sondern, ja, das ist immer so schwierig zu sagen. Wenn ich keine Mission mache, sondern nur die Hauptmission, komme ich vom Level her auch ganz gut hin. Muss man mal so feststellen. Aber dann fehlt es mir doch immer ein bisschen, ne, an Erfahrungspunkten. Also, nein, also, das ist eigentlich falsch gesagt. Also, wenn ich nicht alle Missionen mache, dann, und nur die Hauptmission, dann bin ich so auf der Stufe, auf der ich sein müsste. Das ist ein bisschen komisch, aber ist so. Und, ach, da unten ist es ja. Und, das wird helfen. Wenn ich halt nur die Mission mache, also auch die Nebenmission, dann bin ich halt überlevelt. Einer weniger. Ach komm schon. So, jetzt gehe ich hier wieder auf dieselbe Art wieder raus. Keiner hat es gemerkt, außer der Druide, aber der ist ja nicht gerade laut. So, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt, mache ich jetzt die Folge zu Ende oder schließe die Folge oder wie auch immer man es sagen soll. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Star Wars: The Old Republic. Bis dahin, tschüss.